Für Menschen ist Lernen ganz natürlich. Computer dagegen müssen normalerweise erst programmiert werden, bevor sie irgendetwas können. Mit Machine Learning ist das anders. Der Computer sammelt selbst Erfahrungen in Form von Daten und lernt so, bestimmte Aufgaben zu lösen. Ähnlich wie wir, wenn wir Erfahrungen sammeln, um in einer Aufgabe besser zu werden. Doch wie genau funktioniert das jetzt eigentlich? Lasst uns dazu ein Spiel spielen. Wir brauchen dazu zwei Leute. Eine Person ist der Mensch, die andere Person übernimmt die Rolle des Computers. Es werden 5 Spielsteine platziert und die 3 Boxen mit zufälligen Zetteln befüllt. Ziel des Spiels ist, vermeide es, den letzten Spielstein zu erwischen. Und so sieht eine Spielrunde aus. Der Mensch fängt an. Er darf zunächst zwischen 1 und 3 Spielsteine ziehen. Der Computer muss so lange warten. Nun muss der Computer die übrig gebliebenen Spielsteine zählen. Jetzt zieht der Computer einen zufälligen Zettel aus der Box, die der Anzahl der übrigen Spielsteine entspricht. Da ein Computer nicht wirklich selbstständig denken kann, stehen auf den Zetteln Anweisungen, wie er weiter vorgehen soll. Diese Anweisungen erhält der Computer in Form von Symbolen. Es gibt 3 verschiedene Symbole. Kreis, nimm 1 Spielstein, Dreieck, nimm 2 Spielsteine und Quadrat, nimm 3 Spielsteine. Nun führt der Computer die Anweisung auf dem Zettel aus. Leider hat der Computer damit auch den letzten Spielstein gezogen und so die Runde verloren. Daraus lernt der Computer, mit dieser Anweisung verliert er das Spiel. Also wird der Zettel weggelegt in die Memory Box. Die Runde beginnt von vorne. Der Mensch beginnt wieder und zieht wieder zwischen 1 und 3 Spielsteinen. Der Computer zählt wieder die übrigen Spielsteine und nimmt sich wieder eine zufällige Anweisung aus der entsprechenden Box. Der Computer befolgt wieder die Anweisung auf dem Zettel. Dieses Mal hat der Computer nicht den letzten Spielstein gezogen und der Mensch ist wieder dran. In dieser Runde hat der Mensch den letzten Spielstein gezogen und somit die Runde verloren. Da der Computer in dieser Runde mit seiner Anweisung Erfolg hatte, legt er den Zettel zusammen mit einer gleichen Anweisung aus der Memory Box in das entsprechende Fach zurück. So erhöht sich die Chance, dass er die gewinnbringende Anweisung auch in der nächsten Runde zieht. Dieses Spiel kann man jetzt immer weiter wiederholen. Und mit jedem Spiel lernt der Computer mehr und mehr, welche die richtige und welche die falsche Entscheidung ist. Was glaubst du, wie viele Runden benötigt werden, bis der Computer immer gewinnen wird?